Der wird geboxt. Oh, zwei Chests. Die nehme ich auf. Bandagiere mich. Dankeschön. Und anschließend. Der. Oh, oh. Dankeschön! Du stirbst vorher, vor mir, oder? Dankeschön. Ich möchte ihn nur noch besiegen hier, weil der hatte Healing Potions. Da gehe ich das Risiko auf jeden Fall ein. Dankeschön. Genau, so. Teile ich mich erstmal. Oh, das war ein Bogen. Okay. Healing Potion. Cheers, nein. Schaufel, nein. Nein, 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 nein. Weg damit, weg damit, weg damit. Ich will so viele Healing Potions wie möglich. Und liegen auch noch ein paar auf dem Boden. Oh, oh, ich blute. Okay, das ist gut, dass du mir Bescheid gesagt hast. Sonst wüsste ich nämlich nicht, dass ich blute. Ah, jetzt weiß ich's. So. Das ist natürlich das Blöde. Ich habe ihn auch einen guten Moment erwischt, weil er gedacht hat, er wäre sicher. Und hat mich wahrscheinlich nicht gesehen oder so. Und prompt ist er gestorben. Ich habe auch genug für weitere Kekse. Ich muss jede Healing Potion, die auf dem Boden liegt, sofort aufnehmen. So. Zombiefleisch, Weizen. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich sollte nicht so allzu viel Zeit hier verbringen. Ich brauche nicht nur die Kekse, ich brauche den Bogen, der hier noch auf dem Boden lag. Genau, der. Dann kann ich nämlich meinen Bogen verzaubern. Ich meine, reparieren. Und Pfeile brauche ich auch. So. Ach so! Sag doch Bescheid! Ah! Dass ich hungrig bin, verdammt nochmal. Ich meine, dass ich durstig bin. Tut mir leid, ich habe nicht richtig gelesen. Ich habe, ich war abgelenkt. Cookie Beans, nehme ich mal ganz viele. Dankeschön. So. Eye of Ender brauche ich nicht mehr. Shears brauche ich nicht mehr. Shears brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Nein, nein, nein. Ich brauche Cocoa Beans. Da ist jemand, der offensichtlich Freude daran hat, zu sterben. Und die restlichen Sachen da unten lasse ich mal da unten. Was ich jetzt brauche, ist eine Toolbox. Ist hier eine Toolbox? Natürlich nicht. Instant Health, Instant Health, Instant Health. Hier ist jemand, der sich offensichtlich mit Zombies kloppt. Hey! Hi! Wie geht's dir denn, hä? So. So, jetzt schaue ich nochmal die Zombies ganz weit weg. Oh, der hat Cobwebs gehabt, alles klar. Ich esse nochmal ein bisschen was. Ich habe so viel Weizen, das gibt's gar nicht. Was hat denn hier noch auf dem Boden liegen? Eine Schaufel. Habe ich eine Schaufel? Ich sollte vielleicht eine einpacken. Shears brauche ich keine. Da, okay. Zombiefleisch. Hier liegen so viele Sachen. Ach, musstest du mich erwischen, ganz ehrlich. Mist, Mist, ey. So. Okay, die ganzen Healing Potions sind weg. Die kann ich vergessen. Aber da drüben ist noch jemand. Und deswegen verschwinde ich. Aber zumindest habe ich jetzt einen Bogen. Den sollte ich öfters einsetzen. Und ich glaube aber, dass ich vielleicht noch eine Toolbox suchen müsste. Oh. Hi, Chest. Dankeschön, dass du mir ein Steinschwert gibst, um mein Steinschwert zu reparieren. Und mein Steinschwert hält dann länger. So funktioniert reparieren. Erklärt in 5 Sekunden von Axis. Nein, ich brauche eine Toolbox, habe ich gesagt. Eine Toolbox. Beziehungsweise ein Crafting Table. So viel Loot. Ah, da oben ist doch was. Vielen Dank für die Blumen. So. Das hier, das hier, das hier. Was lag hier noch auf dem Boden? Gar nichts mehr, okay. Zombiefleisch kann ich gern für den Melonen wegschmeißen.
Bandagen habe ich genug. Potion of Healing habe ich nicht genug. Und eine Wasserflasche hätte ich mir vielleicht mal ein paar mehr einpacken sollen. Warum habe ich nur eine eingepackt? Blasphemiker, also. Jetzt kann ich wieder zurückrennen und mal gucken, ob irgendjemand eine davon da eine hat. Meine Güte. War ja nicht irgendwo eine Chest, die sowas enthalten hat. Hier auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Oh mein Gott, da ist einer. Mache ich was? Ja, ich mache was. Obwohl. Oh, okay. Alles klar. Ja, kannst leben. Ist mir egal. Ich brauche nur die Wasserflasche. Na. So, was mache ich jetzt? Nein, ich will nur die Wasserflasche. Du kannst weggehen. Ich wollte nur ein bisschen Angst machen. Ja. Wird wahrscheinlich einmal reichen. Es ist okay. Unter Umständen finde ich hier irgendwo. Oh, was haben wir denn da? Eine Chest. Mit Sachen. Das Holzschwert kommt mir ganz gelegen. Und das Eisenschwert auch. Ich meine, das Steinschwert. Aber ich habe immer noch keine neue Rüstung. Kein bisschen. Null. Ein Anvil ist hier. Noch ein Steinschwert. Zombie? Ist der gerade an mir vorbeigelaufen? Okay. Alles klar. Ich muss mir unbedingt den Pfeilbogen auf die vierte Stelle tun. Da bin ich nämlich am besten bereit. Hey du. Boom. So, und weil er weitere Sachen dabei hatte, bin ich ein glücklicher Mann. Hallo, Pfeil und Bogen. Oh, oh, oh. Oh, du bist dabei. Okay. Warum achtet da eigentlich niemand drauf? Auf dieses Tippen. Kommt er mir zu nah? Kommt er mir zu nah? Der Typ hat Gift, glaube ich. Oh, 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 oh. Okay, ich verschwinde besser hier drauf. Wie wär's denn, wenn wir gehen, hä? Wie wär's denn, wenn... Ich bin schon viel zu lange hier. Ich bin schon viel zu lange hier. Ich muss aus diesem dämlichen Dorf irgendwann mal raus. Ich mach's einfach nicht. Shop of Goodies. Nein. Hier ist die Windmühle. Ich wollte eigentlich noch kurz zur Kirche, aber ich erkenne nie, welche davon die Kirche ist. Wow, okay, okay. Nein, Zombie. Kein Interesse. Kein Interesse. Chunks neu laden, vielen Dank. So. Oh, was? Bitte, bitte. Oh. Meine Güte. Und ich habe immer noch keine. keine vollen Herzen. Oh, hier ist ein großes Haus, alles klar. Das ist ein Apfel. Nehme ich auch gern mit in Exchange to the Zombiefleisch. Übrigens hat mich einer mal gefragt, warum ich Zombiefleisch sage und nicht Zombiefleisch. Weil ich ein Anglizist bin. Ich sage Zombie, ich sage Fleisch und nicht Fleisch. So ein Fleisch. Genau. Und ich sage, das ist ja schon wieder nachgespawnt hier, die Chest. Und ich sage sehr viele Anglizismen. Cookie, gib mir Essen! Vielen Dank! So, guck mal, was hier ist. Guckt mal. Hier ist da Dings. Schaffe ich das? Ich glaube sogar, das schaffe ich. Oh, habt ihr das gesehen? Ihr aced. Geaced, verdammt nochmal. So, in welche Richtung muss ich denn jetzt? Das hier ist X plus und das hier ist Z plus. Also in die Richtung geht's zur Küste. Und in die Richtung geht's weg von der Küste. Schaffe ich das? Nein. Deswegen nehme ich mal den Baum zum... Autsch. Ein ganzes Herz Schaden, wow. Wir müssen unbedingt unseren Bogen ausnutzen, wenn wir überleben wollen.
Das heißt also, ich laufe jetzt. Und übrigens, ich will mal ganz kurz eine Pause machen, um, beziehungsweise kann ich auch so live machen. Oh ja, ich habe noch so ein bisschen begrenzte Kapazität. Und das bedeutet, dass ich hier irgendwann mal kurz eine Pause machen muss. Ich habe noch ein paar Ressourcen auf dem Rechner, die ich löschen könnte, die relativ groß sind, aber zum Beispiel die Aufnahmen für Invisible, für S4League Invisible Montage. Was man nicht sieht, ist nicht da. Da habe ich noch die ganzen Clips auf dem PC. Und S4League ist einer der Dateien, beziehungsweise der Spiele, die sehr viel Farben enthalten und sehr viel Bewegung. Deswegen muss ich sehr, sehr viel Platz einrechnen, wenn ich mit S4League rechne. Da kommt schon bei einer Stunde ungefähr 100 bis 200 GB voll zusammen. Und deswegen, wenn ich die lösche, dann kriege ich ordentlich viel Speicherplatz. Und dann kann ich wieder weitere 6 Stunden aufnehmen in Minecraft. Aber, wie gesagt, momentan kann ich hier noch nicht, weil, na, wer weiß. Also, ich könnte noch weiterspielen, aber, naja, jetzt scheren wir uns noch nicht darum. Ich habe noch 100 GB, also die reichen noch für 1-2 Stunden. Ich muss nur irgendwann aufhören zu spielen. Mich davon abhalten zu spielen. Hier sind Zombies. Den komme ich nicht zu nah. Beim letzten Mal, als ich Zombies in freier Wildbahn besiegt habe, wisst ihr, was da rausgekommen ist? Ihr wisst es. Gar nichts. Null. Nada. Niet. So. Und jetzt nicht zu schnell in den Norden. Ich will einfach nur... North. Ja. Ich will einfach nur etwas mehr in den Norden. Das heißt, ich will so schräg laufen, damit ich möglichst alles abklappere. Und jetzt will ich warten, bis ich ganz viel Hunger, bis mir ganz viel Hunger fehlt. Und dann esse ich 3 Melonen und habe, dann, mir fehlt dann nur noch ein Herz, hoffentlich. Wenn ich richtig rechnen kann, ja, 3 mal 1,5 ist 1,5. 1,5. Und, ich hoffe, diesmal wird es ein bisschen spannender. Aber momentan haben wir noch einigermaßen hier... Wir haben sogar ein Cobweb. Das finde ich ganz cool, dass wir ein Cobweb haben. Ich hätte mir vielleicht auch an der Crafting Table so ein Mushroom Stew bauen können. Das gibt nämlich ordentlich viel Hunger dazu. Und 4 Hunger heilt es. Also Saturation gibt es viel dazu. Das ist die zweite Hungerbar, die bestimmt, wann genau die erste Hungerbar anfängt, sich zu leeren. Und wenn Essen zum Beispiel jetzt 12,8 Saturation dazu gibt, dann dauert es extrem lange. Also stellt euch vor, es sind 2 Hungerbar. Die eine und jedes Essen füllt beide mit einem bestimmten Wert. 2 verschiedene Werte. Und Fleisch zum Beispiel hat einen sehr hohen Saturation-Bar-Wert. Wenn man das isst, dann muss man lange nicht essen, bevor man wieder hungrig wird. Also bevor das wieder wackelt und runtergeht. Und zum Beispiel Melonen sind einer der schlechtesten. Und muss immer mal rumgucken. Das ist übrigens sehr schön, dass es Tag ist. Aber ja, es ist relativ cool, dass... Wenn man Fleisch hat, was ich übrigens habe, yay, da muss man sehr lange nichts essen, bevor man wieder hungrig wird. Und, ja, mein ursprünglicher Punkt ist, wenn ich jetzt Melonen esse, dann bin ich schnell danach wieder hungrig und kann dann wieder essen. Und zwar Kekse, die auch sehr wenig geben. Dann kann ich mich schnell heilen. Ich muss nur warten, bis ich auf 2,5 bin. So. Ich bin hier gerade so... Ich muss mehr entlang der... ein großer Baum. Ich muss mehr entlang der X-Achse laufen. Denn es kann unter Umständen sein, dass ich mich wieder zu weit in den Norden begebe, wenn ich das tue. Also wenn ich so laufe hier. Aber der Baum, Erfahrung nach, gibt der gar nichts. Außer wenn hier Katakomben sind, aber das glaube ich nicht. Aber da ist ein Pfad. Aber den kreuze ich mal bitte. Den gehe ich nicht entlang, ich kreuze ihn. Und ich sehe Wasser, glaube ich. Ah ne, das sind nur ungeladene Chunks. Wisst ihr was, ich renne mal ganz kurz. Und hüpfe dabei. So, dankeschön. So. Also ich kreuze schön, immer schön in Richtung X-Achse laufen und Z nur ganz wenig erhöhen, damit ich alles abklappern kann. Ich glaube, wir sind bei 900, ja genau. Und immer schön... Und übrigens, das habe ich mir auch angewöhnt vor langer Zeit, mit Fingern zu drücken.
Und zwar genauso wie bei SV League. Aber bei SV League gibt es halt die. Da ist normalerweise so, dass man die Slots mit 1, 2, 3 betätigt. Aber bei SV League spiele ich. Und jetzt passt mal auf für diejenigen, die SV League kennen und da wissen, wie man die Waffen ändert. Ich spiele. Was zum Teufel ist das hier bitte? Oh, Eislandschaft. Ah ja, okay. Alles klar. Dann gehe ich die mal lang. Aber wie gesagt, ich gehe nicht zu weit in den Norden. Stattdessen werde ich mal da lang gehen. Aber ja, da habe ich die Slots auf 1, nicht auf 1, 2, 3, sondern auf RFC. Und hier habe ich sie auf 1, 2, 3. Also könnte ich jetzt theoretisch in das Vorlieg auch mit Dings spielen. Mit normalen Tasten. Aber trotzdem habe ich mich dazu sehr dran gewöhnt. Das spiele ich ja schon bevor ich Game Master war bei Allplayer. Habe ich schon mit RFC gespielt und mittlerweile kann ich mich gar nicht mehr abgewöhnen, so zu spielen. Aber hier, wie gesagt, habe ich ganz schnell einen Bogen bereit. Also, wenn jetzt zum Beispiel jetzt jemand ist, dann greife ich ihn an. Achtung und zack und direkt zum Bogen. Und ich habe gerade Wasser gesehen, deswegen sollte ich trinken. Genau. Und ich habe vier Stacks, vier Viertelstacks, also einen ganzen Stack Bogen. Ja, ein Stack Bogen. Gut gemacht, du bist ein Vollidiot. Ja, ein Stack Pfeile. Was wir jetzt hier machen sollen, keine Ahnung. Ich glaube, hier drüben ist die Brücke. Ich laufe einfach mal an der Küste entlang. Ich will nämlich nicht zu weit in den Norden, denn noch haben wir normale Rüstung. Da müssen wir dran denken. Was soll ich jetzt nur machen?